Also ich habe hier schon mal vorbereitet, eine andere Aufgabe. Es geht um Raumdiagonalen, ne? Raumdiagonalen. Ein Pavillon hat zum Beispiel so ein Zeltgestänge. 2 Meter hoch ist das Ganze. Insgesamt ist der Pavillon 3 Meter hoch bis zur Spitze. Wir haben 4 Meter mal 4 Meter, eine Grundfläche von 16 Quadratmetern. Und wir möchten aber jetzt diese Seite, die möchten wir haben. Wie lang ist diese Seite? Das ist die Frage. Ob ihr da A, B, C oder Z, X, Y oder sonst was dran schreibt, ist vollkommen egal. Macht euch wieder so in Stufen Arbeitsskizzen. Und dann geht's weiter. Ja, also man kann dieses Feld auch erweitern, was ich getan habe. Dann ist hier auf jeden Fall ein Winkel von, wenn man es erweitern würde, von 90 Grad. Dann könnte man damit Cosinus weitermachen, hätte man hier einen Winkel von 45. Und dann ist das nämlich Cosinus Alpha. Kann man das so machen? Ja. Cosinus Alpha. Und Cosinus ist, die Formel ist gleich A durch H. Und dann muss ich ja das hier sind, wenn man das halbiert, sind das hier 2 Meter. Hier sind 2 Meter, weil die Hälfte davon sind 2. Und dann ist die, wenn man, das hier ist also die, ja, das ist scheiße. Das ist kacke.